Rettungskräfte und Polizei waren am Montagabend in der Nähe von Würzburg mit einem Großaufgebot vor Ort. Zuvor hatte ein 17-jähriger Flüchtling aus Afghanistan in einem Regionalzug mit einem Messer und einem Beil andere Fahrgäste attackiert und mehrere schwer verletzt. Später sei er von Polizisten erschossen worden, nachdem er auch diese angegriffen habe, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden bei dem Angriff 4 Personen schwer verletzt und eine weitere leicht. Weitere Personen wurden wegen Schocksymptomen behandelt. Die Hintergründe der Tat müssten noch ermittelt werden, sagte Gerhard Eck, Sprecher im bayerischen Innenministerium.